ich komme aus Bergisch Gladbach und ich mache jetzt den Kinder- und Jugendcoach Professional. Ich habe ein Kind, der ist 14 Jahre alt, jetzt in der Pubertät. Und es ist schon hilfreich, ein paar Methoden an der Hand zu haben, wie man ihm auch aus dieser schwierigen Zeit hierzu helfen kann. Ich bin zum EPE gekommen, weil ich auf der Suche war nach wirkungsvollen Methoden. In meiner beruflichen Praxis bin ich eigentlich über das Reden hinaus nie gekommen und habe gemerkt, dass trotz der Einsicht keine Veränderung stattgefunden hat. Also es ging da rein und da wieder raus. Und ich habe einfach nach anderen Methoden gesucht, die einfach emotional und stärker sind, um eine Veränderung herbeizuführen. Atmosphäre ist immer, alle wollen was tun, alle sind begierig, Daniel zu folgen in seinen Vorträgen und Wissen aufzunehmen und zu üben. Und eigentlich haben alle Erfolge damit und auch die weniger mutigen haben auch Erfolge damit. Also das merke ich halt immer wieder. Es gibt ja immer Menschen, die brechen nach vorne, da ist immer alles wunderbar. Es gibt aber auch die Zurückhaltenden, die Vorsichtigen und auch die können immer Erfolge verzeichnen. Und das finde ich so toll. Er hat natürlich schon seine Struktur, die er immer wieder anwendet. Ne? So, aber er versucht es immer auf die witzige Ebene zu machen, aber auch das Ernsthafte und er versucht immer zu überzeugen mit super tollen Beispielen und alle hängen ihn an den Lippen. Ne? Ja, ich finde das eine ganz wichtige Geschichte, auf jeden Fall. Es ist aber noch nicht so angekommen in den Köpfen der Eltern und in den Schulen. Ich finde, diese Methoden sind ein wunderbarer Mix aus allen möglichen Bereichen, gut zusammengestellt und kindgerecht aufgearbeitet. Und es kann auch der doppelte Future Backcheck, der kann auch total witzig sein. Ne? Also es ist nicht immer so, ich sitze jetzt hier und rede über meine Probleme.